Energetischer Schmuck, jetzt auch exklusiv für den Mann. Schlagersängerin Simone Stelzer spricht über ihre wahre Liebe. Und Daniel Küttrer zeigt uns die Must-Haves für eine Junggesellenbude. Was hat der Adi heute noch im Gepäck? Ein besonders schmuckes Fotoshooting. Ausgelassene Stimmung herrscht beim Fotoshooting für den neuen Katalog der Wiener Schmuckdesignerin Gabriele Iazzetta. Und dieser Schmuck hat es in sich, denn laut seiner Schöpferin ist dieser intelligent. Ich designe auch nach den Regeln von Feng Shui, mit Energie der Worten, mit Schwingungscodes, lasse sogar Frequenzen hinaufbrennen. Das ist so was Ähnliches wie Bachblütenfrequenzen. Also mit sehr vielen Mitteln arbeite ich auf den Schmuck, damit der den Körper, den Träger energetisiert und in eine positive Schwingung bringt. Gabriele wagt sich mit dem neuen Katalog auf ungewohntes Terrain. Enthält der neue Katalog doch das erste Mal auch Schmuck für Männer. Obwohl Steinketten um Männerhälse im Straßenbild zumindest derzeit nicht oft zu finden sind. Nicht jeder Mann trägt Steinketten, aber dieses metrosexuell ist natürlich sehr modern auch und deswegen tragen auch immer mehr Männer Steinschmuck und lassen auch das auf sich wirken. Für das deutsche Männermodel Jill Daimel, der als Mädchen geboren wurde und heute als Mann lebt, sollte das Geschlecht bei der Schmuckauswahl keine Rolle spielen. Und ich auch mittlerweile finde, dass es egal ist, ob es glitzert, ob es Einhörner sind, ob es bunt ist, nichts ist typisch weiblich und männlich. Und deswegen bin ich da mittlerweile sogar mutiger und trage als Mann gefühlt äußerlich eigentlich krassere Sachen als früher, als noch äußerliche Frau. Jills positive Ausstrahlung gepaart mit den Schwingungen der Halsketten färbt natürlich auf das gesamte Team ab. Den Schmuck in das richtige Licht rückt Fotografin Marlene. Es ist natürlich immer wichtig, dass der gesamte Schmuck auf dem Foto zu sehen ist. Das heißt, es ist sehr viel Fokus auf die Hände und die Armhaltung. Da muss man sich dann unterschiedliche Möglichkeiten überlegen. Und es geht auch bei dem Steinschmuck darum, dass das Licht schön in die Steine fällt, sodass sie ein bisschen von innen leuchten. Für das perfekte Katalogfoto braucht es also erstens das richtige Model. Also man muss schon der Typ dazu sein für so einen Schmuck und er ist halt auch diese rockige Ausstrahlung, was mir sehr gut gefällt. Zweitens die richtige Location, die den passenden Look hat. Hier im Studio F6, das haben wir deshalb ausgewählt, weil eben diese Industrial-Atmosphäre und dieser grungige Stil extrem gut zu unserem Testimonial passt. Und drittens die Stars fürs Rampenlicht, die Schmuckstücke. Ich finde das, was ich gerade umhab, sehr schön. Ich glaube, das ist auch neu. Aber sonst diese Yin-Yang-Kollektion finde ich ganz gut, weil das ist auch ein Thema, womit ich mich viel beschäftige, so, also die Energien im Menschen. Und dann habe ich diesen tollen Ring, das ist auch der geile Finger, geschenkt bekommen von der Gabriele. Das ist der Reichtumsring, den finde ich auch super schön. Und also ich finde, da gibt es viele. Und Jill hat noch einen Tipp für alle Männer, die sich bisher nicht trauen, Schmuck wie die Ketten von Gabriele Iazzetta zu tragen. Steht zu eurer Weiblichkeit. Das ist sehr, sehr gefragt bei den Frauen. Auch ja, zeigt Emotionen. Man sagt ja immer, das ist irgendwie schwach oder so, ne? Sondern seid sensibel, zeigt Emotionen, weil das ist eigentlich sehr stark. Na dann, ran an den Schmuck.